Heute geht es um die Geschichte der Naturwissenschaft und was wir für unsere aktuellen Probleme aus dieser Geschichte heraus lernen können. Hallo Leute, wir haben heute wieder einen Gast in unserem Beitrag. Und zwar ist das Herr Professor Dr. Fischer. Er ist zurzeit an der Universität Heidelberg. Und er ist Wissenschaftshistoriker. Allerdings hat er eine lange Laufbahn hinter sich. Er hat sein Diplom in Physik in Köln gemacht. Promoviert hat er dann in Biologie in Pasadena in den USA. Und habilitiert hat er an der Universität Konstanz. Die Habilitation aber dann tatsächlich in der Wissenschaftsgeschichte. Und sein Spezialgebiet ist Naturwissenschaft. Auch noch spezieller Physik, allerdings nicht nur Physik. Und Stichworte sind, es fängt an bei Aristoteles, Sokrates, über Da Vinci, Newton, Einstein bis hin zu Max Planck und Heisenberg. Mit diesen Personen kennt er sich sehr gut aus, aber auch mit deren bedeutenden Entdeckungen. Das wäre also unser Gast heute und unser Thema ist Grenzen des Wissens. Was sind unsere heutigen Grenzen des Wissens? Was sind überhaupt Grenzen des Wissens? Ist Wissen überhaupt begrenzt? Also schönen guten Tag erstmal, ja, Herr Fischer. Vielen Dank für die Einladung. Meine erste Frage an Sie wäre das, ach so, vielleicht sollte ich noch erwähnen, er hat weit über 60 Bücher geschrieben, wenn man Übersetzungen dazu zählt, gibt es insgesamt 100 Bücher und die sind im Allgemeinen im populärwissenschaftlichen Bereich und sehr viele eben über Wissenschaftshistorie. Wir werden jetzt also sehr viel lernen über die Vergangenheit, die Entwicklung der Naturwissenschaft und natürlich über die Zukunftsprojektion. Wo gehen wir eigentlich hin? Meine erste Frage an Sie wäre, wissen wir denn jetzt schon eigentlich alles Wichtige und sind nur noch mit Feinheiten beschäftigt oder gibt es noch wirklich Fantastisches zu entdecken? Also ich bin überzeugt, dass wir noch sehr viel zu entdecken haben, dass da unendlich viele Möglichkeiten des Wissens noch vor uns liegen. Vor allen Dingen haben wir ja die Fantasie, mit der wir in diese unbekannten Felder noch vordringen können. Das Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, wie Albert Einstein mal gesagt haben soll, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber es passt zu ihm. Aber unsere Fantasie hat keine Grenzen. Wir können uns sehr vieles ausdenken, wir können noch sehr viel mehr Wissen erwerben. Wobei dieser pessimistische Unterton, den Sie reingebracht haben, in der Geschichte bekannt ist. Als nämlich ein Mann namens Max Planck mal studieren wollte, da hat ihm der Professor abgeraten, Physik zu studieren. Das sei abgeschlossen, das sei fertig, genau. Das sei wie die euklidische Geometrie. Da brauchte man nur noch links einen Strich und rechts einen Strich zu machen oder ein paar Stäubchen zu entfernen. Und dann hat Planck erzählt. Das Interessante ist, wo jetzt die Grenzen des historischen Wissens kommen. Planck hat uns nie erzählt, warum er trotzdem Physik studiert hat. Also da sagt ihm der große Professor von der Universität München, lieber kleiner Junge aus Kiel, du Planck da, du brauchst nicht mehr zu studieren, wir wissen schon alles. Und Planck sagt, nee, wir gucken mal, wie das war. Und dann kommt er natürlich mit dem großen Quantum der Wirkung an und der ganzen Revolution in der Wissenschaft. Und also Planck hatte man vorausgesagt, dass man alles weiß, was nicht stimmte. So eine Situation hat sich wiederholt im 20. Jahrhundert. Im Laufe das ist das Jahrhundert des Gens, wie man manchmal sagt. Und des biologischen Gens. Biologischen Gens und die Biologen kamen immer besser zur Rande. Und 1953 hat man ja das Modell des Gens beschrieben, das ist die Doppelhelix. Dann hat man die Strukturgene gefunden, dann hat man die Regulationsmechanismen gefunden. Und am Ende der 60er Jahre glaubten die Biologen, die Welt verstanden zu haben. Und da gab es einen großen französischen Molekularbiologen, Jacques Monod. Der hat dann gesagt, das ist so, wir haben bis jetzt immer nur Bakterien untersucht. Die heißen ja E. coli. Und dann hat er gesagt, was für E. coli gilt, gilt auch für Elefant. Ja. Oder E. duart oder E. lise. Ja. Und der war ganz sicher, alles zu wissen. Das war Ende der 60er Jahre. Und dann kam die Gentechnik. Und seit dieser Zeit wissen wir nur, dass wir überhaupt nichts wissen. Das heißt also, wir wissen immer mehr über die Sachen, von denen wir vorher gemeint haben, was zu wissen. Aber dabei passiert etwas Merkwürdiges. Die Gentechnik erzeugt uns genau mehr ganz bessere Sequenzen zeigen. Die kann uns Regulationsmechanismen zeigen. Die kann uns Genwirkungen zeigen. Aber statt dass wir jetzt anschließend genauer wissen, was los ist, wir wissen mehr, aber nicht genauer. Denn das Eigentliche, was mehr wird zunehmend, ist das Geheimnisvolle. Also das Rätselhafte steigt mit dem Wissen. Und das hat übrigens vorweggenommen natürlich Einstein.
Er hat gesagt, das wirklich Unbegreifliche an der Natur ist, man das überhaupt begreifen kann. Und dann muss man sich darüber wundern, was man begriffen hat. Das bleibt nämlich geheimnisvoll. Und jetzt kommt das Wichtigste für mich und für viele Leute auch vielleicht. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Erst wenn wir das erleben, dann wollen wir auch über dieses Geheimnis mehr wissen, selbst wenn wir wissen, dass das Geheimnis dadurch nur tiefer wird. Aber da steckt ja so ein Fortschrittsglaube dahinter. Und ist es nicht so, wenn wir vor das 17. Jahrhundert gehen oder vielleicht sogar in die Antike, dass man eher in einer statischen Gesellschaft lebte, die sich in endlosen, sich nicht verändernden Kreisprozessen lebte und dieser Fortschrittsgedanke was Neues ist? Der Fortschrittsgang ist merkwürdigerweise neu. Für uns ist er selbstverständlich, dass wir sozusagen machen ein Experiment und wissen mehr. Und für einen Naturwissenschaftler ist ganz selbstverständlich, dass er weiß, dass er mehr wissen will. Ich war neulich auf einer Tagung in London. Da haben die Leute vorgestellt, was man über schwarze Löcher und all diese komischen Dinge weiß. Und dann sagt, es sind viele Fragen offen, aber wir machen Fortschritte, wir machen Fortschritte, wir machen immer nur Fortschritte. Okay. Diese Idee des Fortschritts ist eine Idee der Wissenschaft, von optimistischen Wissenschaftlern. Es ist übrigens die Grundeigenschaft von Wissenschaftlern, Optimist zu sein. Ja. Wenn sie Pessimist sind, werden sie was anderes, Sozialwissenschaftler oder so, aber nicht Naturwissenschaftler. Aber die Idee ist, musste geboren werden. Und man weiß, also es gibt so eine tatsächlich Historiker des Fortschritts, vor allen Dingen einen Mann namens John Berry, der hat festgestellt oder dann zu Papier gebracht, was man natürlich jetzt heute weiß, dass die Idee des Fortschritts aus dem 17. Jahrhundert stammt. Ist das die Aufklärung oder vor der Aufklärung? Vor der Aufklärung. Aha. Also vorher gab es natürlich sowas wie Luther, gab es sowas wie Kopernikus, aber plötzlich im 17. Jahrhundert ist die Idee des Fortschritts da. Und damit ist zunächst mal Folgendes gemeint, in der Zeit davor, haben zum Beispiel die griechischen Philosophen wie Platon gemeint, dass das goldene Zeitalter schon längst vorbei ist. Die Vergangenheit war gut. Vergangenheit war gut. Also heute drückt sich das manchmal in dem blöden Satz aus, früher war alles besser. Ja. Und das war der Grundgedanke in der Antike. Im Mittelalter war sowieso nicht die Frage, ob etwas auf Erden besser werden kann. Das Einzige, was besser werden konnte, war das Leben im Jenseits. Und das war natürlich, und da revoltierte man irgendwann gegen. Und dann kommt über die Renaissance. Und die Renaissance ist ja auch ein Rückblick. Renaissance ist ja nicht die Idee, dass vorne besser ist, sondern man orientiert sich in der Vergangenheit. Und auf einmal dreht sich das rum. Und wo das jetzt genau herkommt, ist schwierig aber zu sagen. Aber hat das nicht vielleicht was mit dem Christentum und vor allen Dingen auch mit der Reformation zu tun, dass dann die Naturwissenschaft plötzlich so aufblühte? Also ich glaube, dass vieles gegen das Christentum gemacht wird. Das Christentum hat nämlich gesagt, beruhigt euch, wartet nur darauf, aber ihr kommt dann irgendwann mal in den Himmel. Und da vor Luther. Was? Vor Luther. Vor Luther. Und auch und dann, das hat Leute aufgeregt. Mhm. Und die Leute hatten das Gefühl, man muss doch was tun können, sagen wir mal gegen Schmerzen. Man muss doch was tun können, dass man das sich besser bewegen kann. Man muss die Kräfte besser einsetzen können, die Natur hat. Man muss besser vielleicht verstehen, wie man Fleisch haltbarer macht oder Nahrungsmittel, die man gesammelt hat, haltbarer macht. Und das hat dann ein Mann namens Bacon im frühen 17. Jahrhundert zusammengefasst in einem Werk, das Novum Organon, und da hat er gesagt, wir müssen vor allen Dingen Wissen erlangen, um Macht über die Natur zu bekommen. Genau. Und daraus ist dieser berühmte Schlagwort geworden, Wissen ist Macht. Damit meint er Folgendes, wenn ich die Natur verstehe, dann kann ich sie so nutzen, dass sie sozusagen meine Lebensbedingungen verbessert durch die Anwendung der Naturgesetze, wenn ich diese so einsetze, dass sie für mich wirken. Und das ist jetzt eine merkwürdige Dialektik, die dahinter steckte. Was Bacon vor allen Dingen macht und seine Zeitgenossen in Europa, also das sind Italiener, Polen, Franzosen, also überall findet man das in Europa in dieser Zeit, was die vor allen Dingen machen, die treten aus der Natur heraus und treten ihr gegenüber. Und das klingt zunächst mal schrecklich, aber was die meinen ist, die Natur wird zum Gegenstand. Also wir finden uns nicht mehr selber als Teil der Natur. Wir treten aus der Natur heraus. Aha, okay. Die Natur wird zum Gegenstand. Vornehm ausdrücklich ist die Natur das Objekt. Mhm. Und das Wissen über die Natur ist dann objektiv. Und objektiv ist ein Wert. Es darf nicht subjektiv sein, aber das Wort Subjekt kommt auch. Aber Subjekt ist nicht derjenige, der sozusagen seine Geschmacksurteile da reinbringt, sondern Subjekt ist derjenige, der sich den Naturgesetzen unterwirft. Mhm. Lateinisch ist das Subjacere. Und der Unterwerfung. Unterwerfung. Die Dialektik des Fortschritts besteht darin, dass ich mich als Individuum den Naturgesetzen unterwerfe, damit sie das Leben für mich besser machen. Das aber ist die Idee des Fortschritts. Vor der Aufklärung, dann kam die Aufklärung, da wurde es ja, war ja starker Fortschrittsgedanke und auch eben Naturwissenschaft wuchs langsam. Aber dann kam die Romantik. Wie ordnet sich denn die Romantik da ein? Also zunächst mal in der Aufklärung
hatte man das Gefühl, dass man alles durch den Verstand und die Ratio lösen kann. Und, Gefühl habe ich übrigens auch als Physiker. Ja, also die Grundhaltung der Aufklärung war die, ich stelle eine vernünftige Frage über die Natur. Mhm. Also was ist Licht, wo kommt die Energie her, wie reagieren Pflanzen, wenn es kalt wird oder so ähnlich. Das ist eine vernünftige Frage und da gebe ich jetzt eine vernünftige Antwort drauf. Und wenn ich die vernünftige Antwort auf die vernünftige Frage gegeben habe, dann habe ich das Wissen, das ich haben will. Und die Romantiker haben darauf hingewiesen, dass es bei solchen Fragen auch Widersprüche geben kann. Also die vernünftigen Antworten auf vernünftige Fragen können sich widersprechen. Und vor allen Dingen dann, wenn es nicht um Tatsachen geht, sondern um die Bewertung von Tatsachen. Also zum Beispiel, wenn ich, also ich nehme mal mein persönliches Beispiel, weil das in meinem Leben plötzlich eine Rolle spielt. Ich musste mich entscheiden eines Tages, das musste jeder von uns, werde ich Soldat oder werde ich nicht Soldat? Auf der einen Seite ist natürlich so, die Armee wird gebraucht aus Verteidigungszwecken, politische Argumentation ganz eindeutig. Persönlich ist mir das zuwider. Ich habe Gewissensängste, ich kann keine Waffe in die Hand. Jetzt stehe ich aber da. Entscheide ich mich als Individuum oder als Staatsbürger? Da kannst du keine rationale Entscheidung treffen, sondern einfach nur auf den Tisch schauen und sagen, so habe ich mich jetzt entschieden und Schluss damit. Und da ist also immer ein Widerspruch in der Antwort, in der rationalen Antwort. Aber wo ist die Romantik jetzt? Also und die Romantik hat gesagt, das gehört zum Leben dazu. Und jetzt hat die Romantik gesagt, dadurch ist das, was ich entscheide, nicht Teil einer Theorie, sondern das ist sozusagen meine Kreation. Die Menschen schaffen die Werte. Ich kann die Werte nicht durch irgendwas ableiten. Ich kann die Gesetze irgendwie gewinnen. Und ich kann dann eine Struktur der Natur dadurch verstehen. Aber wer ich in der Natur bin, welche Bedeutung ich in der Natur spiele, das ist eine ganz andere... Aber kann man nicht sagen, dass die Aufklärung ist sowas rational Kaltes und die Romantik hat Emotionen, unsere emotionale Seite da wieder reingebracht? Also die Romantik ist offen für emotionale Seite, weil die Romantik hat eine grundlegende Haltung, das ist die Haltung der Polarität. Mhm. Die Romantik weist darauf hin, was banal ist, wenn man es erstmal ausspricht so, dass es neben dem Tag auch die Nacht gibt, neben dem Denken auch das Träumen, neben dem Bewussten auch das Unbewusste. Also das Menschliche. Und jetzt vor allen Dingen in der Romantik, wenn es sichtbares Licht gibt, sagt der Romantiker, dann muss es auch unsichtbares Licht geben. Und das hat er gefunden. Das nennt man erst Infrarot, Ultraviolett. Okay. Und heute weiß man, es gibt viel mehr unsichtbares Licht. Also Fantasie. Ja, aber das ist doch eine unheimliche Idee. Ja. Und es stimmt ja auch, aber wir würden heute nicht mehr sagen, Röntgenstrahlen sind Licht, sondern elektromagnetische Wellen. Aber das ist sozusagen, was die Romantiker sagen, ist, wenn es sichtbare elektromagnetische Wellen gibt, dann muss es auch unsichtbare elektromagnetische Wellen geben. Und das Kurios ist, wir wissen heute, es gibt sehr viel mehr unsichtbare elektromagnetische Wellen. Und wir sind sozusagen umgeben von einem Gewimmel von elektromagnetischen Wellen, die wir nicht sehen. Und dadurch ist die Welt ganz anders, als wir die denken. Aber Herr Fischer, was Sie dann also sagen, ist, dass wir einerseits eben die Aufklärung brauchten, erstmal das sozusagen technische oder rationale Fundament, dass man überhaupt zur Macht über die Natur gewinnt und dann plötzlich wieder die Betonung des menschlichen, emotionalen in der Romantik. Aber beides gehört dazu und bringt dann Fortschritt. Also in meinen Augen gehören Aufklärung und Romantik zusammen. Also ohne Aufklärung keine Romantik. Die Romantik ist nur die Antwort auf die Aufklärung. Die Romantik wäre nie an sich entstanden. Mhm. Und das ist meine eigene Schöpfung. Dann passiert Folgendes. Da der Mensch, das ist jetzt auch so eine romantische Grundhaltung, gar nicht anders kann, als gewissermaßen sich zu bewegen, sich zu ändern, zu lernen, sich zu entwickeln, sein Wissen zu erweitern, kommt die Idee aus der Renaissance, die bei Leonardo zum Beispiel sichtbar ist, dass die Welt eine Welt in Bewegung ist. Kommt bei den Romantikern an, für die Aufklärung war die Welt nicht in Bewegung, sondern die war feststellbar. Also untersuchbar, wie so ein totes Objekt. Das ändert sich nicht, die steht da und fertig aus. Und der Romantiker sagt, nein, die Tasse ist dahingestellt worden. Mhm. Und der Leonardo sagt, die Linie ist nicht da, sondern die ist gezogen worden. Mhm. Das Leben ist nicht da, sondern es wird geführt. Und was vor allen Dingen entsteht im Laufe des Lebens, und das ist das Wissen, was du sozusagen immer wieder neu suchst, ist, wer du selbst eigentlich bist, der in dem Ganzen drinsteckt. Und das ist das, was die Romantik vorstellt. Und dann ist noch Folgendes, was die Romantik sagt. Die Romantik sagt, dass der aufklärende Prozess an seine Grenzen kommt, was das Wissen angeht. Denn bei Immanuel Kant, dem großen Philosophen der Aufklärung, war Folgendes. Er kannte die Gesetze von Newton. Mhm. Das war das große Wissen. Unter uns, er hat die nicht richtig verstanden, weil er Prinzip der Trägheit nicht verstanden hat, aber das ist nur ein Scherz auf der Seite. Das ist auch schwer. So.
Und dann hat er gesehen, wenn ich diese Gesetze kenne, dann kann ich einen Ingenieur bitten, damit irgendwelche Kanonen oder was zu machen, also nicht, oder Bewegung, Apparate zu machen. Und dann hat Kant gesagt, Aufklärung heißt, den nächsten Schritt zu vollziehen, nämlich nach den Gesetzen der Physik, die Gesetze der Ethik zu erfinden. Und die auch so zu strukturieren. Und wenn ich dann die Gesetze der Ethik habe, beauftrage ich den Ingenieur, die anzuwenden, um die menschliche Gesellschaft zu konstruieren. Diese Ingenieure nennt man Politiker. Oh. Also ich meine, das ist seine Idee gewesen, oder die Staatsmänner. Und deshalb war in der Aufklärung die Idee verankert, dass am Ende durch Einsatz rationaler Mittel der Mensch glücklich wird und die Welt gerecht ist. Das haben wir offenbar nicht geschafft. Nee, der hat nicht also das ist, da ist, und da haben die Romantiker gesagt, das geht nicht. Mhm. Da ist zu viel Bewegung drin. Mhm. Und das ist das, was die Romantiker sagen, die Aufklärung betrachten, alles, was sie betrachten, als stabil und fest. Die Darwin'sche Evolutionstheorie kommt ja erst noch. Und die Romantiker sagen, es ist alles in Bewegung. Und ich halte das für zentral, der Begriff der Bewegung. Denn wenn wir Bewegung sagen, öffnen wir derartig ein Spektrum der Möglichkeiten. Denn du bist seelisch bewegt, körperlich bewegt, alles Mögliche. Und zu dieser Bewegung gehört eine Energie, die überall ist, sich wandelt. Und die Romantiker haben gemerkt, dass eine unheimliche Tiefe... Aber das ist optimistisch dann, Romantik? Romantik ist... Nee, Romantiker sind ja selten Wissenschaftler. Also ich meine so... Ich meine als Menschenoptimisten. Also Romantiker, die haben eher verzweifelt an der industriellen Entwicklung. Die waren skeptisch und dagegen. Aber Romantiker... Ich glaube, Romantiker muss man charakterisieren, Optimist vielleicht auch. Du hast vorhin gesagt, die Naturwissenschaftler sind Optimisten. Die Romantiker sind Menschen voller Sehnsucht, weil sie immer das Gefühl haben, dass es woanders besser ist. Deshalb auf den Bildern der Romantik stehen die Menschen am Fenster. Ja. Sie schauen immer da hinaus. Da ist es, da will ich hin, denn das ist unser ganzes Leben. Du willst ja nicht der bleiben, der du bist, weil du gar nicht weißt, wer du bist, sondern du willst immer nur der werden, der du sein kannst. Also Sehnsucht. Sehnsucht, das ist die eigentliche. Und Sehnsucht ist natürlich Bewegung, ist Antrieb und auch natürlich Antrieb nach Wissen. Denn ich will ja über mich Bescheid wissen. Und wenn dabei rauskommt, dass ich alles, was ich über mich weiß, nur zum tieferen Geheimnis mache, dann werde ich Optimist und drehe es um und sage, dann genieße ich das Geheimnisvolle. Und das ist eine These des 25. Jahrhunderts, das Geheimnisvolle ist die größte Errungenschaft der Menschen. Nicht das Wissen, sondern... Also ich meine, aber dieses Geheimnis soll sich natürlich wissen, dass es da ist, aber das lockt mich immer. Und ich glaube, die Grenzen des Wissens, die interessieren nicht mehr so sehr, weil ich dahinter das Geheimnis spüre. Also eine spüre. Grenze, die man entdeckt, will man dann überwinden und immer. Das ist die Herausforderung. Immer. Also das ist übrigens eine grundlegende Anmerkung zu dem Titel dieser Reihe, Grenzen des Wissens. Wir reden letzten Endes ja immer über Menschen. Und wenn man fragt, wie kann man einen Menschen charakterisieren? Kann man alles Mögliche charakterisieren durch seine DNA, durch seine evolutionäre Geschichte. Aber die Handlungsweise ist so, Immanuel Kant hat mal gesagt, die Frage, was ist der Mensch, kann man durch drei Fragen lösen. Was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Und das kann ich gut beantworten. Das Einzige, was ich wirklich wissen kann, sind meine Grenzen. Und dann habe ich das dringende Bedürfnis, die zu überwinden, das soll ich tun. Und was habe ich hoffen, dass das gelingt? Dass ich glaube, Menschen sind dadurch charakterisiert, dass sie nach Grenzen suchen, um sie zu überwinden. Und das Beste, was uns passieren kann, dass wir eine Grenze des Wissens finden, hinter dem das Geheimnis lockt, dann bauen wir neue Apparate, machen neue Theorien, lassen unsere Fantasie los. Ohne Grenzen des Wissens. Ja, doch passiert nichts. Aber was du jetzt beschreibst, ist natürlich ein Naturwissenschaftler. Und ein Romantiker, würde der dasselbe sagen? Also ein Romantiker würde... Ja, also der Romantiker würde, Romantik ist natürlich ein sehr weiter Begriff und es gibt Musik und Malerei und ich denke ja jetzt nur an diese Grundhaltung der Romantiker, dass sie sozusagen immer an das Unbewusste, Unsichtbare appellieren und das haben sie als Antrieb in sich und das bleibt für sie auch vorhanden. Das Unbekannte. Also ich kann sozusagen nicht, also das Unbewusste wird das Unbewusste bleiben, das Unsichtbare wird das Unsichtbare bleiben. Nur dass ich darüber Bescheid weiß, ist eigentlich etwas Wunderbares und Verlockendes, sodass die Welt immer für mich eine offene Welt ist, voller Abenteuer. Und man will immer hinaus in diese Welt. Und das ist der romantische Gedanke. Und die Aufklärung meint immer, man kann das irgendwann abschließen und fertig machen. Und dann kommt eben, aber die Romantiker sagen, das geht nicht, die Welt ist in Bewegung. Diese Idee der bewegten Welt ist übrigens schon aus der Leonardo-Zeit, also als Leonardo da Vinci. Da lebte, da war alles,
Die Apparate mussten in Bewegung sein, die Städte waren in Bewegung. Plötzlich entdeckte man die Bewegung. Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt. Es gab Jahrtausende lang so einen Block im menschlichen Denken, um das mal so großzügig auszudrücken. Der fängt damit an, dass ein Mann namens Platon, ein Philosoph, das die Ideen für das Wesentliche erklärt hat. Und die Ideen sind unveränderlich. Die Idee des Pferdes ist immer dieselbe, die Idee der Rose, die Idee des Physikers ist immer dieselbe. Konstanz, ja. Und dann kommt eine Religion, die sozusagen Platonismus fürs Volk ist, die nennt man Christentum. Im Christentum kommt ein Schöpfer, der macht die Formen fertig, ewig und unveränderlich. Wenn der liebe Gott Vögel macht, sind die Vögel immer so. Wenn der Blumen macht, sind die immer so. Wenn der Menschen macht, sind die immer so. Und wir haben jahrtausendlang gedacht, das wäre so. Die sind so und ändern sich nicht. Und es hat ewig gedauert, bis ins 19. Jahrhundert, nach der Romantik, das war, nee, ist alles in Bewegung. Die Bewegung, die Idee einer Welt in Bewegung, das war schon Leonardo, der Flüsse gemalt hat, der die Verschiebung von Bergen gemacht hat. Aber dass da eine zeitliche Struktur, die dann auch zum Wissen des Ganzen gehört, drin war, das musste, da brauchte man den Romantiker für. Und der konnte das machen, weil die Aufklärung so massiv aufgetreten ist. Aber und der Grund, warum die Romantiker so wütend wurden auf die Aufklärung, war, die hatten Angst. Denn der eigentliche große Physiker, den die Aufklärung verehrt hat, ist Isaac Newton. Und Newton hatte sozusagen ein Uhrwerk geschaffen und dann man wusste, wie die Welt funktionierte. Und einer der Voraussagen von Newton war nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch, dass die Erde abgeflacht ist, keine perfekte Kugel. Und das ganze 18. Jahrhundert sind endlose Expeditionen unterwegs gewesen, um das zu messen. Okay. Dabei ist dann auch der Erdradius gemessen. Ja. Ja, ich sage dann immer, wenn ich so das im Gespräch erzähle, ich sage, geh doch mal raus und versuch mir nachzuweisen, ob die Erde eine perfekte Kugel ist. Ja, ja. Jedenfalls, dann war es klar. So, und das, statt dass man jetzt triumphierte, war plötzlich Sorge, wenn Newton die Erde so genau voraussagen, die Form der Erde so genau voraussagen kann, dann kann er vielleicht auch die Form der Menschen genau voraussagen. Das heißt, der Mensch ist plötzlich deterministisch durch Newtonsche Physik. Ja, das ist Determinismus. Ja, und da haben die Romantiker gesagt, nee. Das haben die und dann haben die Geschichten geschrieben und deshalb gibt es so diese schöne Formulierung, erst kam Newtons Licht und dann kam Hoffmanns Nacht, E.T.A. Hoffmann. Und das bedeutet alles das Unbewusste, das Träumerische. Und das ist doch vielleicht viel wichtiger. Also das ist dann die dunkle Seite der Naturwissenschaften oder die Nachtseite der Naturwissenschaften. Aber man braucht beides. Und ja, und was ich so toll finde, das Einzige, womit wir heute wirklich beschäftigt sind in der Physik, sind schwarze Löcher, ja, Dunkelmaterie, okay. Dunkelenergie. Aber schon mit... Die Locken. Das Das Schwarze Loch ist viel interessanter als irgendeine Theorie über Sternentstehung, über Sternenschaft. Schwarze Löcher, Dunkelenergie, Dunkelpartikel, das ist es. Warum ist der Himmel schwarz? Wo wir die Grenze des Wissens unmittelbar vor Augen haben, da wollen wir mehr wissen. Und das macht das menschliche Leben aus. Ich habe jetzt aber mal eine Frage noch, um weiter in die Neuzeit zu gehen. Wenn man die Situation heute anschaut, was ein bisschen von Wissenschaftsskepsis eigentlich geprägt ist und das vergleicht mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir doch eigentlich so eine Aufbruchsstimmung. Wie kam es denn zu dieser Aufbruchsstimmung eigentlich? Also die Aufbruchsstimmung, ich glaube nicht, dass man unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eine Aufbruchsstimmung hat. Da bin ich nicht sicher. Wo eine Aufbruchsstimmung deutlich da war, sind dann die 60er Jahre. Also, und da war natürlich so, dass plötzlich... Da tauchten ganz neue Begriffe, Konzeptionen auf und Möglichkeiten auf. Also am Ende des Zweiten Weltkriegs fällt auf, dass plötzlich ein Begriff auftaucht, der heute in allen Bereichen auftaucht, der auch mit Wissen zu tun hat. So die Vorstufe zum Wissen ist nämlich Information. Plötzlich ist die Information das Thema der Nachrichtenübermittlung. Da wird zwischen Signal und Geräusch, also Signal Noise wird ausgewertet und dann werden die ersten Rechengeräte gebaut, die bestimmte Berechnungen machen sollen. Also wenn man zum Mond fliegt, wo man da landet, das kann man ja nicht einfach mal gucken, sondern das muss ich ja ausrechnen. Dazu kann ich nicht, muss ich unheimlich viel Rechenarbeit machen. Und da fangen an und es werden sozusagen die ganzen und die Wissenschaft, die ganze Welt, die ganze wirkliche, also wirklich also die Realität wird durch Wissenschaft untermauert. Das war im 19. Jahrhundert, hat das angefangen. Das 19. Jahrhundert ist die Verwandlung
von alten Dingen, also von Vorstellungen in wissenschaftliche Kriterien, zum Beispiel die Erfindung der Statistik, um Lebensversicherung abschließen zu können, und die Einsetzung der Energie, um Maschinen betreiben zu können, alles 19. Jahrhundert. Und das wurde im 20. Jahrhundert intensiviert. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs war klar, dass Wissenschaft Triumphe feiern kann. Und das war klar zum Beispiel in Amerika geworden. Da gab es einen Mann namens Vannevar Bush, den kennt man nicht unbedingt. Der hat 1945 einen großen Aufsatz geschrieben, was können wir alles wissen? Was der getan hat, ist etwas, der hat 1940 mit Präsident Roosevelt gesprochen und hat darauf hingewiesen, dass die Deutschen in ihren technischen Entwicklungen sehr viel weiter sind. Also wenn die jetzt Krieg gegen uns führen, kommen wir nicht nach, sondern wir müssen uns eine technische Entwicklung dagegen setzen. Wir können nicht einfach nur dieselben Leute dann da in die Schlacht schicken, sondern wir müssen eine technische Entwicklung machen. Und der Roosevelt hat das innerhalb 10 Minuten akzeptiert und hat eine Unterschrift gesagt, sofort entwickeln. Und da ist dieses Büro der Technikfolgenabschätzung daraus entstanden oder auch der Entwürfe, was man in der Technik machen muss. Meiner Ansicht nach ist das die viel wichtigere Entscheidung, als eine Atombombe zu bauen. Die ist danach gefolgt. Aber die Amerikaner haben dann fest auf der Überlegenheit der Technik gesetzt. Und das setzt sich jetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs durch. Plötzlich fängt das an, was man heute die Digitalisierung auch nennt. Die Maschinen werden digital. Die Amerikaner gründen auch Institutionen wie die Bell-Laboratorien, um bessere Schalter, bessere Relays, bessere Trioden zu bauen. Das wird dann auf Festkörperphysik umgetragen. Plötzlich hat man den Transistor und heute hat man in jedem Handy Millionen und Millionen von Transistoren. Mhm. Und das ist eine völlige Umsetzung, der Einwendung von Wissen auf das Praktische, das, was man praktisch braucht. Und das funktionierte im Laufe der 50er Jahre. Also da startete diese enorme Sache. Und dann kommt das, und diese Entwicklung, da standen die Leute jetzt fasziniert vor. Die Autos wurden besser, die Kommunikationsmittel wurden besser. Man hatte auch so das Gefühl, dass da wirklich jemand was versteht, also eine Wissenschaft was versteht. Und dann kommt allgemein zum Beginn der 60er Jahre eine Liberalisierung oder Öffnung, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Johannes der 23. macht das Zweite Vatikanische Konzil. In Russland macht Chruschtschow den Stalinismus endgültig fertig. Und dann sieht man ja auch die Erfolge. Kennedy kündigt an, auf den Mond zu fliegen. Herzen werden transplantiert. Die Eisenbahnen werden immer schneller. Trans-Europa-Express fährt. Also so eine visionäre, optimistische Gesellschaft. Plötzlich ist alles machbar. Ja. Und damals haben die Leute wahrscheinlich an alle Möglichkeiten geglaubt. Also zum Beispiel ein berühmter Philosoph namens Bloch war der Meinung, man müsste endlich mit dem Umbau des Sterns Erde beginnen. Ja, ja. Kleine Atomkraftwerke nach Sibirien und dann die Antarktis bringen, um dann eine Riviera entstehen zu lassen. Das wäre fast eine Satire heute, aber das war damals ernste Philosophie, ernste Futurologie. Und dann entstand auch die Wissenschaft der Futurologie, die das Jahr 2000 vorausgesagt haben. Das Dumme ist, man kann die Bücher heute noch lesen. Da geht so viel daneben. Aber das ist ja ein alter Witz. Prognosen sind immer dann gefährlich, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Also je nachdem, ob das Karl Valentin als Erster gesagt hat oder Niels Bohr, ist egal. Beides kluge Köpfe. Aber und das war in den 60er Jahren die ganz große Show. Es gab natürlich skeptische Stimmen. Dazwischen aber die ganz große Idee war, die Zukunft des Menschen wird aufgebaut. Wir können ins Trinkwasser irgendwas reintun, dann werden die Zähne gesund sein. Wir können mit Atomkraft die Berge sprengen. Wir können alles. Und das hörte merkwürdigerweise schlagartig auf, als man den größten Erfolg erzielte, den man erzielen konnte. Das war die Mondlandung. Und das ist eine Sache, die der John Burry, den ich so eben erwähnte, in der Geschichte des Fortschritts auch schon erwähnt hat. Der Fortschritt hat das merkwürdige dialektische Prinzip in sich. Wenn ich ihn erreicht habe, dann geht er eigentlich nicht weiter. Dann ist das Ende des faustischen Menschen, der nach dieser Macht sucht, da. Und dann sitzt er auf seinem Stuhl, dreht Däumchen und wird verrückt. Ja, Moment, aber es ist ja nicht so, dass wir heute Däumchen drehen. Nur, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben eine Phase der Technikbegeisterung, Wissenschaftsbegeisterung hinter uns und sind jetzt an einer pessimistischen Phase der Wissenschaftsskepsis angekommen. Ja, die Romantiker, ist das nicht so was wie die Romantik? Genau, wollte ich gerade sagen. Die Romantiker, das habe ich doch gesagt. Es gibt sozusagen immer die dunkle Seite, es gibt die Nachtseite. Und das ist jetzt wieder. Und die zeigt sich jetzt. Also zum Beispiel, wenn ich rein mit Rationalität die Welt erfasse, dann gibt es so Nebenwirkungen,
durch die Atomkraft zum Beispiel. Ist ja nicht so, dass man sich nur darüber freut. Mhm. Und es ist klar, man baut Autos und plötzlich ändert sich das Klima, die Umweltzerstörung. Das ist eine Entwicklung, die Romantiker sagen, die gehört dazu. Da ist immer eine Nachtseite, es ist immer eine Schattenseite, es ist immer ein Hintergrund, es ist immer etwas Unsichtbares. Und die werden darüber nicht überrascht, da müssen wir jetzt nur drauf eingehen. Also der Mark Twain, der große amerikanische Dichter, hat das mal so gesagt, never forget, there's always a dark side to the moon. Also der meint, dass der Menschen, im Menschen ist immer eine dunkle Seite, es ist immer etwas, was wir nicht verstehen, nicht erfassen, was nicht von Tatsachen und Theorien der Naturwissenschaften betrachtet werden kann, sondern da ist irgendetwas wunderbar Geheimnisvolles, was natürlich den Menschen unverwechselbar individuell macht. Das bedeutet natürlich nur, dass ich nicht alles über ihn wissen kann, aber ich muss ihn akzeptieren. Aber was jetzt kommt, der pessimistische, ablehnende, esoterisch eher wirkende Sache, das hat was mit etwas kitschiger Romantik zu tun, wobei die Romantiker waren eher... Also an dem eigenen Tun, an der eigenen Bewegung interessiert, die dabei eine Rolle spielt. Und das würde ich gerne sehen. Die haben natürlich nicht zum Staat beigetragen, aber gewissermaßen so zum Verständnis von Welt und Natur. Aber wie das jetzt organisiert werden könnte, würde der Romantiker sagen, das interessiert ihn nicht, das passiert einfach. Das passiert. Jetzt haben wir in der heutigen Zeit mit der Wissenschaftsskepsis auch sowas manchmal wie Denkverbot. Es darf zum Beispiel in Deutschland nicht an der Kernenergie weiter geforscht werden. Und es gibt diesen Satz, man kann nicht nicht wissen wollen. Also würdest du sagen, dass man eigentlich alles erstmal erforschen sollte, um es zu wissen? Und dann kann man immer noch überlegen, ob man es anwendet? Oder sollte man wirklich so Begrenzungen, sich selber begrenzen aus ethischen Gründen? Also in meinen Augen ist das Begrenzen des Wissensdrangs sinnlos. Also die ganze Geschichte unserer abendländischen Kultur fängt mit einem Wissensverbot an. Und das Einzige, was mit einem Wissensverbot? Ja, Gott hat verboten zu wissen, dass wir nackt sind. Oh, okay. Am Anfang stand, im Paradies ist etwas verboten. Und weil es verboten ist, haben wir die Kinder in die Welt gesetzt. Also haben wir das Nackte durchschaut. Ich glaube, das mit dem Apfel jetzt. Das Beste, was den Menschen passieren kann, dass man ihnen etwas verbietet. Denn das, was verboten ist, das macht uns scharf. Und das hat Gott uns verboten, dass wir unsere Nacktheit erkennen und wir sind das recht scharf auf den anderen. Also das ist das Schlimmste, was so passiert ist. Versuch nur ja nicht, den Wissensdrang einzuüben. Das Wissen gehört einfach zur Natur des Menschen und das steht schon bei Aristoteles. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen und er begründet das auch. Er begründet es auch, weil wir Freude an der Welt haben. Sobald du die Welt betrachtest, das Himmelslicht siehst, die Blüten siehst und die Tiere siehst, alles mögliche in Bewegung siehst, dann willst du wissen, wie kommt das zustande? Wer bewegt das eigentlich? Wer ist der Urbeweger? Das ist immer die Frage gewesen. Das war die Frage bei Aristoteles, das war die Frage im Mittelalter, das war die Frage bei Leonardo und das ist die Frage bei Einstein nach dem der einheitlichen Formel. Menschen haben immer wissen wollen, was das Ganze in Bewegung hält. Und wenn man es verbietet, dann machen sie es erst recht. Ja, das heißt aber, ich müsste in meinen Vorlesungen den Studierenden verbieten, bestimmte Sachen zu wissen, ja, und dann würden sie das lernen. Nur also natürlich gibt es ein Wissen, das man für die Prüfung lernt, dass wenn du das denen verbietest, sind sie zu froh. Aber es gibt auch einfach essentielles Bedürfnis, etwas zu wissen. Also ich habe als Student bei aller Beschränktheit meiner Mittel immer das Gefühl gehabt, das möchte ich wissen. Ich möchte jetzt wissen, wie das elektrische Feld das magnetische generiert. Ich möchte jetzt wissen, wie die Blume weiß, dass sie hier im Blatt entsteht. Ich möchte jetzt wissen, wie eine chemische Bindung weiß, dass sie sich auflösen kann oder sonst. Wie geht das eigentlich? Da kann man so viel wissen und doch nicht wissen. Also man kann immer nur wissen, dass man weiter lernen kann, weiter bemühen kann. Und das ist, finde ich, so... Und das Schöne ist, das ist offen. Mein ganzes Leben lang werde nie fertig sein. Also sehr optimistisch. Ja, das ist ein optimistischer Grundtank. Aber dieser Satz, man kann dich nicht wissen wollen, der stammt von Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Da denkt er über die Frage nach, das ist ja in den 1930er Jahren so geschrieben, was ist das eigentlich für eine Zeit, in der wir leben? Und er sagt, wir leben in einer wissenschaftlichen Welt, wir haben den wissenschaftlichen Menschen und das heißt, wir sind sozusagen in einer Phase, wo wir haben verstanden, dass wir nicht nicht wissen können. Und an einer anderen Stelle sagt er auch, dass das Wissen wollen ist wie eine Geschlechtssucht, wie ein Trieb. Und ich glaube, dass das richtig ist. Also natürlich hat man manchmal andere Triebe und andere Lüste, aber letzten Endes geht es uns nur um das Wissen. Ich glaube, das ist eine... Also es geht nicht um Daten, nicht um Informationen, die kriegen wir anders her. Verstehen. Aber jetzt, ich möchte, und Wissen ist für mich immer etwas,
Und das ist so ganz wichtig. Wissen ist für mich etwas, das man erzählen kann. Also Informationen kann ich sammeln und da kann ich mit den Informationen einen Überblick oder eine Story machen, eine Geschichte machen. Und wenn ich die dann erzählen kann, kann ich die beim anderen erzählen und der antwortet darauf, weil ich ja nicht genau wissen kann, wie der andere die Worte, die ich benutze, versteht. Das kann ich nie wissen. Also wenn ich sage Energie oder wenn ich sage Genetik oder wenn ich sage Politik, dann weiß ich doch nicht, was du jetzt dabei denkst. Ja, denk mal was oder anderes. Da denkt jeder was anderes. Ja. Und das ist auch richtig so. Und dann sagt er, wie, Energie ist doch ganz einfach. Nein, ist überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, dass es da so ein paar Dinge gibt, die sind einfach unheimlich geheimnisvoll. Und die bringen das, was die Naturwissenschaften wissen, in die Nähe des theologischen Disputes. Ja. Also ich habe zum Beispiel folgenden Vorschlag. Also der religiöse Mensch, das hat Planck auch gesagt, der weiß, dass es Gott gibt. Und der wissenschaftliche Mensch lernt im Laufe seines Lebens, dass es Gott gibt. Aber der weiß zum Schluss, dass es Energie gibt. Und zwar Energie ist unzerstörbar. Energie muss immer da gewesen sein, ist überall und ist vor allen Dingen wandelbar. Und? Meiner Ansicht nach ist das einzige wirkliche Rätsel, die Verbindung zwischen Göttlichkeit und Energie. Also jetzt ist natürlich so, dass Wissenschaftler sagen, lass mich mit der Göttlichkeit in Ruhe, ich will die Energie messen. Aber das ist doch gerade, wenn ich jemanden frage, wenn ich Sie frage als Physiker, was ist denn jetzt diese Energie? Dann können Sie nicht antworten, ja, ist das Vermögen, einer Maschine Arbeit zu leisten. Das ist zwar die richtige Definition, damit kommt man auch durch seine Thermodynamik-Vorlesung. Ja, ja. Aber eigentlich ist Energie was viel Tieferes. Das ist viel tiefer. Und es gibt ja diesen Satz von der Erhaltung der Energie, der Unzerstörbarkeit. Ich kann sie weder zerstören noch generieren. Sie ist einfach da. Und das ist für mich so ganz wichtig, dass die Physiker ein paar Sachen erkannt haben, die einfach da sind. Und eins ist davon die Energie und das andere ist zum Beispiel das Quantum der Wirkung. Das ist einfach da. Versuch es nicht abzuleiten. Und ich kann nicht wissen, woher das kommt. Ich kann nicht wissen, wozu das da ist. Das sind Grenzen des Wissens. Aber ich kann immer darüber nachdenken. Ich kann immer sagen, morgen weiß ich das oder ich frage nochmal. Aber vor allen Dingen weiß ich, dass da sich etwas ganz tief Geheimnisvolles verbirgt. Das aber mein Leben ermöglicht. Denn ohne Energie, ohne Quantum gäbe es uns hier nicht. Dann bin ich immer so, ach, das habe ich verstanden. Diese Grenzen des Wissens habe ich jetzt, die schalte ich ab und freue mich für den Rest meines Lebens. Jetzt habe ich, dieser Optimismus ist ja bestechend. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage für unser Publikum. Und zwar, wir haben ja ein bisschen auch eine Pessimismusphase, was die Naturwissenschaft und die Technik angeht, unter anderem wegen des Klimaproblems. Wir haben also enorme Folgen dadurch, negative Folgen, dass wir so viele Autos haben, so viel Energie verbrauchen, der Lebensstandard so hoch ist. Und jetzt aus dieser historischen Sicht heraus und der Sicht auf die Naturwissenschaft und auf die gesellschaftliche Entwicklung über 2000 Jahre, kannst du jetzt dem Publikum noch eine Message geben, was das Klimaproblem angeht? Das ist eins der Probleme, das immer angeführt wird, ist das Problem der Allmende. Allmende ist das, was eigentlich jedem gehört. Also da gehört eine Wiese für uns und die Luft gehört uns allen, das Wasser gehört uns allen. Dann sagen einige, wenn das allen gehört, kann ich ja machen damit, was ich will. Das ist so, ja. Und was passiert ist, dass wir im Augenblick im Automanagement Verbrecher an der Macht haben, die mit der Luft machen, was sie wollen. Aha. Die verpesten die und die betrügen und belügen, das nennt man Softwaremanipulation, und die kriegen trotzdem ihre Boni. Ja. Und da ist das grundlegend falsch. Okay. Aber dass die Gesellschaft akzeptiert das, denn seit die VW-Manager uns belogen haben, haben die Leute mehr Autos gekauft von VW als vorher. Nee, wirklich? Natürlich. Die Umsätze sind nur gestiegen, die Boni sind gestiegen. Und da ist irgendwas Grundlegendes falsch. Allerdings, wie ändert man das? Also nicht politisch schwierig, weil die ja über ihre Machtposition drin haben. Was ich persönlich ja glaube, ist, dass wir sozusagen eine Sozialisierung des Lebens möglich machen sollten. Ich meine wie folgt, nicht sozusagen Sozialismus, aber wie viel unbenutzte Rasenmäher stehen in Kellern? Und? Du willst doch kein Rasenmäher besitzen, sondern Rasen gemäht haben. Dann kann doch einer für eine ganze Stadt dienen. Und du willst auch keine... Das kostet was. Es ist nur die Frage der Organisation. Also wenn ich jemanden mal einen Rasen mähen lasse, du willst auch keine Waschmaschine besitzen, sondern saubere Wäsche haben. Ja, wir brauchen nicht. Das ist jetzt die Meinung. Wir brauchen Carsharing. Ja, alles mich. Ich glaube, dass man da eine Menge tun kann. Aber, ich habe nicht gesagt. Das reicht von der Größenordnung. Ich würde jetzt mal sagen. Also ist es so. Ich sage nicht, dass man das morgen anfangen kann. Also die Generation, die ich jetzt vertrete, die hat sowieso das merkwürdige Glück gehabt,
70 Jahre im Frieden zu leben, ja, und nur zu konsumieren. Und warum sollen wir das jetzt aufgeben plötzlich? Genau. Es ist schwierig. Also Trägheit und Gewohnheit kommt dann eine Rolle. Aber ich glaube trotzdem, dass, also ich bin da Optimist. Ich glaube, dass die menschliche Kreativität unbegrenzt ist. Das Erkenntnisvermögen ist unbegrenzt. Die Erweiterung des Wissens ist unbegrenzt. Und ich glaube, dass da was einfällt. Es wird natürlich Opfer kosten. Aber wem sage ich das? Ja, schauen wir mal. Also Herr Fischer hat einen sehr optimistischen Blick auch auf die Naturwissenschaft, und Optimismus und Naturwissenschaft hängen zusammen, aber auch die Romantik und das Herz ist wichtig, so habe ich dich jetzt verstanden. Und ich habe zum Schluss nach dem Klimaproblem gefragt und Herr Fischer meinte dann, ja, wir müssen alle einen Beitrag leisten. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da mit den Rasenmähern und solchen Sachen da wirklich dieses globale Problem lösen können. Aber der Optimismus, das ist eigentlich das, was ich ganz gerne auch selber auch verbreiten möchte. Und ich bin sicher, es ist eine neue Grenze und wir werden noch andere Grenzen zu überwinden haben. Nicht nur das Klimaproblem. Die Menschheit hat viele Grenzen schon gesprengt und Neues erkundet. Und ich glaube, die wesentliche Message hier von diesem Interview ist vielleicht der Optimismus und dieses positive Denken, aber auch die Vorsicht mit der Technologie. Herr Fischer, vielen Dank für heute und ich danke auch den Zuhörern. Danke und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier. Und wenn ihr noch andere Folgen schauen wollt, dann findet ihr die hier.